Viel hat sich im Automobilsport seit dem ersten Grand Prix zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben top ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Und immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, Sergio Perez und Hülkenberg. Ocon, Grosjean, Alonso und Felipe Massa. Quert, Bottas, Carlos Sainz Jr. und Magnussen. Stroll, Palmer, Stoffel van Dorn und Marcus Ericsson. Ein Ferrari und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Keine Heldentaten in der Sainte-Route, bitte. Wir sind mitten im Getümmel. Lass uns in einem Stück da durchkommen. Das war regelwidrig. Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. Verstanden. Geht in Ordnung. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird.
Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb. Komm mal die Boxen, dann verpassen wir die einfach mit Frontflügel. Zeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box, Box. Der Starkregen wird noch 10 Minuten dauern und dann in leichten Regen übergehen. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Und Stefan, ich frage mich, hier kommen jetzt also die Sieger nach einem Aufregen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Ferrari-Pilot. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste.
Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.